Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Rift Apart. Weiter geht's. Wir sind das letzte Mal mit Rivet und Clank auf diesem, ja, Dinosaurier-Dschungelplaneten gelandet. Und ich würde sagen, hier schauen wir uns erstmal um. Okay, also aus den Pflanzen kriegt man Balls. Gut zu wissen. Heißt, hier können wir noch ein bisschen sammeln. Boah, die Lichteffekte, ne? Die sind so unheimlich gut. Das sieht so schön aus hier. Mensch, 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 Mensch. Ich bin weiterhin komplett verliebt in die Grafik. Hey. Was haben wir da vorne? Wahrscheinlich Raritanium, ne? Natürlich, was auch sonst. Gibt's also auf diesem Planeten offensichtlich nicht in Kisten, sondern in, ja, Kristallreinform. Boah, das sieht so gut aus hier. Alter Schwede. Holy moly, irgend so eine komische Giftsuppe. Ja, ich denke mal, da sollten wir eher nicht reinspringen. Sieht nicht gesund aus. Alter Schwede, so ein Riesendino. Schaut mal da links. Holy moly, die sehen eigentlich gar nicht mal so unfreundlich aus, die Viecher. Ach, da ist noch einer. Ja, eigentlich sehen die ganz nett aus sogar. Moment, was macht er? Hey, der snackt sich so eine Frucht. Ja, immer weg damit, ne? Lecker, lecker. Okay, noch mehr Raritanium. Vor allen Dingen ist hier alles voll mit diesen komischen Kröten. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Nest. Ich denke mal, die Viecher leben hier. Toll. Direkt über meinem Versteck ist ein Suchfüßler. Ich war lange nicht mehr so weit draußen. Jede Menge Sumpfsäure zwischen hier und der Gelatoniumfabrik der Mords. Diese Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Flitzkäfer, ja. Darum werde ich einen reiten, sobald ich nah genug herankomme. Oh, ich will so einen Flitzkäfer haben, auf jeden Fall. Die sehen ja witzig aus. Hey, Mrs. Zircon! Ratchet, hörst du mich? Oh je, mein Kommunikator muss kaputt sein. Natürlich. Ja, was auch sonst, ne? So ein Zufall. Mords in ihrer Gelatoniumfabrik. Ich muss irgendwie durch den Sumpf. Ja, ja, ist doch gut. Wie geht's dir? Oder Agentin, Zircon? Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Oh, das liegt daran, dass ich unseren gemeinsamen Freund in Nefario City hinzugefügt habe. Okay. Agentin Zircon, nicht Mrs. Zircon, wollte ich gerade sagen. Hey, eine neue Waffe. Formschnitt Sprinkler. 4000 Bolts. Ja, können wir uns nicht leisten. Aber wir können uns ja mal die Vorschau reinziehen. Wer liebt es nicht, einen Tag in der Sonne zu verbringen, an dem du deinen Gegner mit dem Formschnitt Sprinkler verwurzelst? Spanne einen Gefechtsturm. Okay, klingt interessant. Die Waffen, die sind so kreativ hier in diesem Spiel, ne? Allen voran natürlich hier Mr. Partypilz, wobei, ja, nicht die beste Waffe, aber lustig auf jeden Fall. Ich helfe gerne, Sweetie. So, da vorne müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Kann das sein? Gehen wir erstmal hier lang. Boah, das sieht schon wieder so schön aus. Mehr Froggos. Hallöchen. Ach Gottchen, jetzt kommen hier richtig viele. Und ein Level Up, Leute. Hey, wir haben mehr KP. 30 von 30. Hier gibt es doch sicher irgendwo Secrets, ne? Kann das sein? Ich brauche so ein komisches Viech. Ey, nein. Och man, die rennen die ganze Zeit weg.
Vor allen Dingen, ich glaube, die Kröten, die spawnen hier einfach unendlich oft nach. Also ich glaube, die brauche ich gar nicht killen. Oh Mann! Okay, neue Gegner. Die explodieren ja witzig. Okay, die können mich auch abballern. Ja, ich versuche immer so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, um nicht getroffen zu werden. Ich glaube, das waren schon alle. Dankeschön. Ach so, ah, okay, eigentlich hätten wir da unten lang gehen müssen. Boah, da ist noch so ein Dino-Viech. Hey, der snackt sich auch so eine Frucht. Mensch, nur am Essen die Viecher den ganzen Tag. Sonst nichts. Oh, ich glaube, hier ist einer draufgegangen davon. Wo will der Flitzkäfer hin? Offenbar geht eine Art Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. Eine Dimensionsverzerrung? Jo, tatsächlich. Sieht auf jeden Fall... Was ist das denn hier? Okay, ein Leuchtekäfer oder eine Leuchtepflanze. Naja, sieht auf jeden Fall wichtig aus da hinten. Boah, das ist so cool, ne? Also diese Rifts, die sehen so nice aus. Und der letzte Flitzkäfer flitzt in dieses Spalt-Dings. Interessant. In deinem Handschuh muss auch ein Spaltstrahler stecken. Okay, Cleverbot. Wo sind wir hier? Ich, eine Dimensionsfalte? Vielleicht noch eine Folge der Zerstörung des Dimensionators. Wie kommst du auf solche Ideen? Alter Schwede, wie cool das ist. Vor allen Dingen ohne Ladezeiten wird einfach mal das Gebiet gewechselt. Mega, mega cool. Na gut, was müssen wir hier machen? Ich will endlich so ein Flitzviech haben da. Die gibt's doch hier sicher irgendwo. Hey! Hey, das ist Maynard, der Mordhelferbot. Muss irgendwie durch den Spalt hereingekommen sein. Da ist der Flitzkäfer. Ich bleib mal bei Flitzviech. Bin ich irgendwie witziger. Nein, nein, nicht verstecken! Ein Schlag aufs Nest lockt ihn vielleicht raus. Na, Hallöchen! Hey, endlich! Boah, wie cool. Wir können so ein Vieh tatsächlich reiten. So, wir holen jetzt erstmal die Kisten hier vorne. Die Frage ist, kann man irgendwie boosten? Wahrscheinlich. Es gibt doch irgendwie so ein Turbo. Ah, da. Okay, R1. Ja, wobei hätte mir das Spiel wahrscheinlich gleich auch irgendwann beigebracht. Gehe ich mal stark von aus. Okay, da ist noch eine Kiste. Oder da sind Kisten. Wobei der eigentliche Weg natürlich oben weitergeht. Aber ich denke immer, ja, irgendwo sind hier noch Geheimnisse oder so. Deswegen schaue ich mich immer so genau um. Hier zum Beispiel, das sieht doch so nach Secret aus. Oh, okay, oder auch nicht. Ja, so viel dazu, ne? Muss ich jetzt die Kisten nochmal sammeln? Kann doch gar nicht wahr sein. Ich weiß es nicht. Oder die hatte ich vorhin noch nicht. Nee, ich glaube, die hatte ich vorhin noch nicht. Ja, 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 alles gut. Okay, wir müssen es nicht zweimal machen, keine Sorge. Ja, dann fahren wir jetzt auch weiter. Oder wir reiten weiter, eher gesagt. Vielleicht führt Maynard mich zu den Mords. Okay, ich denke mal, hier müssen wir springen wahrscheinlich. Holy moly, hat man eine Geschwindigkeit drauf mit den Viechern. Hey! Jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard, finden wir die Mords. Wir sind zurück, das war ja witzig. Ja, jetzt habe ich aber ein paar Kisten vergessen, leider.
Ja, wobei, man könnte das Gebiet wahrscheinlich nochmal wiederholen, ne? Also, ich denke mal, ganz so endgültig ist es nicht. Komme ich da hoch? Nö! Sehr schön! Man kann also nicht springen auf den Viechern. Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard! Finden wir die Mords! Ja, okay, man wird aber nicht hart bestraft, wenn man irgendwo gegenfährt oder so. Deswegen werde ich das auch ruhig mal immer wieder ausprobieren. Also irgendwo hochzukommen oder irgendwo lang zu kommen oder so. Verzeihung. Vorsicht. Schon oh, gut, wie schön. Schon gut. Siehst du, manchmal stoße ich auch nicht wogegen. Aber nur manchmal. Oh, das ist so cool. Das macht echt Spaß. Okay, mit Kreis hätte ich auch abspringen können. Gut zu wissen. Da ist die Gelatoniumfabrik. Ich komme, Mords. Wir haben diesen Lombax und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt, damit uns ein paar Fellknäuel aufhalten. Du hast circa 9,5 Sekunden, uns zu verraten, wo sie sind. Eins. Aha, einen kleinen Moment mal. Siehst du? Sie suchen nach Ratchet. Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Bolts. Ich rette jetzt meine Freunde. Okay, die mache ich sowas von Platz. Wo ihr einen Lombax findet? Zur Info, sie ist eine Kämpferin. Noch einen Lombax? Verrat uns, wo dein Freund ist. Besser. Oh, die Hunde, Alter! Wo kommen diese Trottel bloß her? Vielleicht wurden sie ebenfalls durch den Dimensionswirbel gesogen. So, 100.000 Hunde. Ja, ich werde immer noch ganz schön oft getroffen, aber es ist auch wirklich schwierig, den ganzen Gegnern hier auszuweichen. Beziehungsweise den Projektilen auszuweichen. Ich denke mal, ich sollte diesen Kreis-Move öfter benutzen. Oh, diese kleinen Viecher sehen so niedlich aus. So, war's das? Hallöchen! Mord! Gut, ihr seid okay. Wir? Oh, als wir hörten, die Kerle suchen einen Lombax, hatten wir Angst um dich. Und schwupps bist du hier und rettest uns den Hintern. Warte, wo sind die anderen? Tja, ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Ah, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Hier läuft's nicht gerade gut. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das habe ich von Zurkis. Jetzt kann Mord endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zurkis? Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Nur ein bisschen. Du kannst es Mord selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Sehr schön. Begib dich zum Versteck. Und Mrs. Zurkon oder Agentin Zurkon ist auch wieder da. Agent Zurkon. Okay, mit dem Roboter kann man auch interagieren. Wie fliegt's denn so, Maynard? Naja, nicht so spektakulär. Ich finde übrigens, diese kleinen Viecher sehen ganz witzig aus. Ein bisschen Grumpy Cat mäßig. Jo, haben wir hier hinten Secrets? Haben wir hier irgendwo Loot? Sag nicht, mein Handschuhdingster kann mit diesem Spaltdingster interagieren. Dein Spaltstrahler, ja. Ziel doch mal auf den Spalt. Ja, mache ich sofort. Aber ich sehe schon, hier gibt es Raritanium. Ja, wahrscheinlich gibt es da oben dann irgendwie ein Secret, ne? Also die Hauptgeschichte geht da vorn weiter. Oh! Das macht Spaß! Wo willst du den hin tun? Ein weiterer Gold Bolt. Kann ich auch gleiten mit ihr? Ja, alles gut. Aber was macht denn der Gold Bolt?
Schlüsseldesigns hatten wir schon. Bolt-Ersatz. Ersetze Bolt-Aufnahmen durch andere Objekte. Nein, wie witzig. Münzen, Kugeln, Rubine. Ja, ich würde sagen Rubine, ne? Wie bei Zelda. Mega lustig. Kann ich eigentlich mit Rivet auch unterschiedliche... Ja, kann ich. Rüstungen ausrüsten. Ja, die gleichen, die ich auch mit Ratchet habe. Das hier sieht ganz schön aus, ne? Können wir auch noch eine andere Farbe nehmen. Wobei, bei dieser komischen Brille lohnt sich das nicht wirklich. Wie wär's denn mit Grün? Jo, Grün ist gut. Okay, also wir können jetzt Rubine finden. Nette kleine Idee, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da hinten hinzugehen, würde ich sagen. Ja, allgemein lohnt sich das Erkunden natürlich immer, ne? Also, gar keine Frage. Tja, dann sollten wir mal eben tatsächlich überall Rubine. Wirklich, wirklich witzig. Lustige kleine Idee. Ich frage mich, was man mit den anderen Gold Balls noch so freischalten kann. Nächster Halt, Versteck. Ich muss nur irgendwie die Brücke runterlassen. Was haben wir denn hier? Grundtor? Ja, keine Ahnung. Schauen wir uns erstmal das hier an. Wahrscheinlich irgendwie ein optionaler Kampf oder so, ne? Hi. Du bist aber ein echt großer Grundtor. Ich hoffe, du hast genug Munition. Ach so, wir müssen den auch besiegen. Ich dachte, der wäre vielleicht auf unserer Seite oder so. Gibt's auch gar nicht. Nee, auf jeden Fall ein anstrengender Kampf. Und ein sturer Grundtor bist du auch. Vorsichtig. Holy moly, und das war's. Da hat das Viech mich fast gekillt. So, ich wurde die ganze Zeit von oben noch abgeballert. Ach, da waren noch mehr von diesen Gegnern. Die habe ich gar nicht gesehen. Keine Gegner mehr in Reichweite. Das Versteck zum Schutz hochgezogen. Aber zum Herablassen musst du zu dieser Plattform. Danke fürs Aufpassen. Ich komme schon hinüber. Ah, okay. Hier hätte man erst später hingemusst wahrscheinlich. Kann das sein? Naja, ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich erstmal in diesen komischen Rift da vorne und dann hier hoch. Na gut, konnte ich ja nicht wissen. Dann gehen wir jetzt wirklich mal in das Ding rein. Vorher noch eine Kleinigkeit bei dem Robo kaufen und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Wahrscheinlich wieder irgendwas Cooles, Kreatives, kann man jetzt schon von ausgehen. Na los! Will mit dir handeln. Ein Querschläger, ach Gottchen. Ja, dann schauen wir uns mal die Vorschau von dem Querschläger an. Okay, klingt sogar relativ interessant. Ich würde aber sagen, wir kaufen erstmal den Formschnittsprinkler. Und wir können noch ein bisschen upgraden. Ja, wobei, für die Blasterpistole hatte ich ja erstmal alles. Genau. Ja, dann ballern wir noch ein bisschen was in den Vollstrecker rein. Schüsse fliegen weiter, yo. Und hier oben kaufen wir auch alles. Na, das wird einen
Doppelschuss Glut. Schüsse verursachen Schaden über Zeit. Holy moly, sehr, sehr praktisch. Ja, wollen wir doch noch irgendwas anderes aufrüsten oder soll ich das Raritanium sparen? Ich bin mir nicht sicher. Ach, ich glaube, ich spare. Ja, ich spare. So, Leute, rein in den komischen kleinen Rift hier vorne. Okay. Nicht betreten. Kapiert. Darf ich es mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich... Klar. Willkommen! Sei gegrüßt! Wie bist du hier reingekommen? Wo genau ist, hier? Oh, das weißt du nicht? Tja, ich auch nicht. Offenbar irgendeine Art Raum zwischen den Dimensionen. Könnte harmlos sein. Oder ein kaskadierender entropischer Riss. Und das ganze All endet bald als eine formlose Suppe. Wir werden sehen. Oh. Oh je. Also, ich bin Clank. Bitte, ich möchte helfen. Klar, ja, Clank. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega-Phase. Nenn mich einfach Gary. Da steht's ja. Clank, Ex-Kampfbot, dann Partner des Lombax, wurde zum Helden. Schön für dich. Oh, oh, ein Freund meines Vaters. Verstehe. Deines Vaters? Du bist vielleicht der, auf den ich gewartet habe. Willst du mir helfen, die Dimensionen zu reparieren? Weißt du, wie man Dimensionen flickt? Und wieso laufen hier Kopien von mir herum? Das sind deine Möglichkeiten. Der Schlüssel zur Reparatur dieser Anomalie. Doch zuerst, nimm die Kugel davon. Wow, das sieht ja sehr, sehr freaky aus. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal, die Dimensionen zu reparieren. Aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.